Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit dir das Monatshoroskop, die Monatslegung, Sternzeichen, Wiedergeborene 2021 mit dir teilen und wie gewohnterweise mit auf den Weg geben. Wieder, es wird ein mega toller Monat, ja. Glaube an das Unmögliche, glaube an deine Kapazitäten, glaube an, dass die geistige Welt tolle Dinge für dich bereithält im Monat Juli. Was bedarf es dafür? Deine Willensstärke? Deine Motivation, deine Weisheit, deine innere Bereicherung mit dir selber, deine Erkenntnis, wie du mit dir selber und mit deiner Umwelt umgehst, okay? Wir haben hier eine tolle Legung, Leute. Es geht hier um Intelligenz, es geht um Weisheit, es geht um Mutterschaft, um Muttergefühle, es geht um Familienzusammenkünfte, es geht um Dreiecksbeziehungen, um beruflichen Erfolg, finanzielle Sicherheit, wieder mehr in die Spiritualität zu gehen, hart an sich zu arbeiten, Vertrauen in sich selber zu gewinnen und der Erleuchtung immer ein Stückchen näher zu kommen, in der Art und Weise, wie du gesund mit dir umgehst, ja, wie du dich selber bereicherst, wie du die Geschenke des Universums einforderst oder auch umsetzt. Also der Monat Juli wird für Widder ein toller Monat. Ja, es gibt immer ein paar Baustellen, die ihr euch angucken dürft. Das ist aber auch okay. Wir dürfen alle transformieren, wir dürfen alle zurück in den Weg der Erleuchtung kommen, wir dürfen auch alle persönlich weiter uns entwickeln. Deswegen lade ich euch immer dazu ein, schreibt mich an für private Legungen, Leute. Zielorientierte Therapien, ja, per WhatsApp, und ich bin gerne gewillt, euch zu helfen. In der Liebe vor allen Dingen. In der Liebe haben wir Schwangerschaften, die im Juli gebären werden. Wir haben Mütterthemen, die aufarbeitet werden dürfen, ja. Einige von euch, die ihr kinderlos seid, habt ihr trotzdem ein mütterliches Instinkt, ja, oder seid gerade in einer Patchwork-Familie, wo ihr sehr mutterhaft euch gebt. Das ist sehr schön. Auch Väter, die ein bisschen feinfühliger sind, werden auch so ein mehr Verständnis kriegen für die Mütter oder für seine eigene Mutter. Es geht um Schwangerschaften, gewollte, ungewollte Schwangerschaften im Monat Juli. Vor allen Dingen aufpassen, Dreieckskisten, ja, wo auch Schwangerschaften entstehen können. Gehörst du jetzt hier zu den Widders, die sagen, du Alaina, ich habe gar nichts mit Schwangerschaften zu tun, ja, dann geht es hier darum einfach, dass du die Kapazität des Mitgefühls, ja, als Frau, als Mutter wiederfindest, als Mann auch dich mehr in die Rolle einer Frau reinzuversetzen. Aufpassen, wir haben hier Dreieckskisten, die entstehen können, ja, wo man eine Erwartungshaltung auf einmal hat, die vielleicht nicht erfüllt werden kann. Kehre in die Ruhe, kehre in deine eigene, in dein eigenes Zuhause zurück, ja, auch in deinen inneren Ort, mit dir selber dich in Kontakt zu setzen und überlege, ob diese Dreieckskiste im Moment dir gut tut oder nicht. Es ist wichtig, dass Dreiecksbeziehungen immer ein Ende haben, wo mehrere Menschen verletzt werden. Also überlegt euch, ob es gerade das Richtige ist. Kommt aus dieser Kiste raus, so gut es geht. Ja, überlegt selber, was ihr euch und was ihr euren Kindern euch antut. Aber ich weiß, die Emotionen, Gefühle sind momentan dreieckskistenmäßig sehr gebunden. Also vertraut drauf, dass auch hier ein gutes Gespräch kommen wird, eine Kommunikation und ein Lösungsweg, wo alle Beteiligten so gut wie möglich aus dieser Nummer rauskommen werden. Okay? Singles, es ist momentan nicht der Punkt, der richtige Zeitpunkt, um eine feste Partnerschaft zu denken. Einige von euch hängen noch an einer Energie von dem Ex-Partner, andere seid ihr Mütter oder seid schwanger oder werdet schwanger sogar im Juli, ja, und ihr durchlebt eine Trennung und ihr seid alleinerziehende Mütter oder werdet womöglich alleinerziehende Mütter sein. Da geht es darum, ihr Singles, ja, werdet aktiv. Habt passionierte Momente, ja, genießt diese Momente, arbeitet auch daran, erstmal herauszufinden, warum möchte ich gerne Single sein, warum habe ich den Wunsch, in einer Partnerschaft zu sein, warum möchte ich meinen Ex-Partner zurückhaben. Es ist die Zeit, mehr an sich zu vertrauen, mehr wirklich in den Glauben zurückzufinden, um zu sagen, ich brauche diese Zeit, ja, um meine Schmerzen zu heilen, meine Wunden zu heilen. Es ist toll, in einer Dreieckskiste zu sein, einen Moment, aber sobald es an die Gefühle geht, wird es ein bisschen schwer. Auch euch Single, wenn ihr euch verliebt und ihr merkt, der Mensch ist gebunden oder es ist noch nicht das Richtige, dann könntet ihr ein bisschen Schmerzen erleiden. Also erspart euch das Singles, ja, und geht einfach erstmal in den Moment der Passion, der Leidenschaft oder des Alleineseins, bis das der richtige Moment nach Juli vielleicht passiert oder im Laufe des Monats Juli, wo ihr euch einfach wirklich finden könnt mit einem Partner, okay? In der Liebe, wir haben viele Beziehungen, die auf einem goldenen Faden hängen, wo es um Dreieckskisten geht, wo es um viele Intrigen geht. Diese Partnerschaften werden sich trennen können, immer und dann, wenn ihr den Mut habt, auch Kinder rauszulassen und aus der eigenen Intuition zu sagen, okay, es geht nicht mehr, wir haben alles versucht, aber ich kann diese Untreue nicht mehr verzeihen, egal was für finanzielle Hintergründe da sind, egal was die Leute sagen, egal wie viele Kinder ich habe, ich kann und ich möchte nicht mehr. Oder dein Partner sagt das. Das ist okay. Ja, die anderen Partnerschaften, die ich hier habe, egal ob ihr zusammenlebt, Fernbeziehungen, ja, Herzensmenschen, Seelenkonstellationen, das ist ganz egal. Hier werdet ihr einen tollen Erfolg kriegen, ein Miteinander wieder aufbauen. Nach einer Zeit der Distanz, nach einer Zeit der Ruhe, nach einer Zeit der Erkenntnis, nach einer Zeit des Verzeihens, nach einer Zeit der Erleuchtung.
Ja, werdet ihr auf einmal, auch des Alleineseins, werdet ihr auf einmal merken, wie wichtig dieser Mensch euch ist. Oder dein Partner wird auf einmal merken, wie wichtig du bist, wie viel Güte du ihm gibst, ja, wie viel Liebe hier einfach ist. Dieses Vertrauen euch gegenüber ist da, aber ihr redet nicht, ihr zeigt es nicht. Der Schmerz ist vielleicht gerade so groß, ja, die Entfernung ist vielleicht sehr groß. Macht euch keine Gedanken, ich werde ein separates Liebesvideo machen, nur für die Sternzeichen. Der Monat Juli wird wieder die Paare, die Partnerschaften, auch 30-jährige Partnerschaften, die schon Enkel haben, die in sehr vielen Konflikten sind, wieder aufleben lassen, weil der Wunsch, der Wille ist da und die geistige Welt bringt euch zu der Erleuchtung, zu sagen, vertraue auf diesen Menschen, egal was dazwischen war, versuch wieder, ja, einen richtigen Weg zu finden, weil der Sieg ist da. Familiäre Konflikte, die eine Partnerschaft zerstört haben oder beeinflusst haben, ja, eure Egos vielleicht, eure Art euch zu geben, eure Art euch zu gegenseitig zu behandeln, euch anzuschreien, das kommt alles raus. Ihr dürft im Monat Juli einen Moment abpassen, den ihr alleine spüren werdet und eure Partner, wo ihr wieder einen Weg zusammenfindet aus einer klaren Kommunikation, weil das Herz wieder da ist, die Gefühle sind wieder da und ihr werdet euch nicht trennen können, weil einfach eine Energie euch verbindet. Auch in der Gesundheit. Wir werden wieder Wiederherstellung haben. Ja. Einige kommen aus diesen Depressionen wieder raus. Andere habt ihr auch den Mut, euch zu outen, zu öffnen, zu sagen, ich liebe einen gleichgeschlechtlichen Partner. Ja, ich habe halt ein schweres Herzproblem. Ja, ich habe Prostatakrebs vielleicht. Ja. Ja, ich habe Angst vor einer Diagnose. Egal was ist. Sucht euch den richtigen Arzt, den richtigen Heiler, Meditationen, Medien, Kartenleger, ja, Wegweiser, Therapeuten, Psychologen, egal was ihr braucht, outet euch, öffnet euch, damit euch diese richtige Hilfe geboten werden kann. Rehabilitationen kommen endlich ans Start, Kuranträge kommen endlich ans Start, okay? Die ärztliche Hilfe ist da, Erholung wird da sein. Natürlich nicht für alle, ja, wenn man eine sehr schwere Krankheit hat, wo man halt einfach nicht die Möglichkeit hat, nochmal zu genesen, aber zumindest die Lebensqualität zurückzukriegen. Denk dran, glaube an das Unmögliche. Du kannst aus dem Unmöglichen das Mögliche machen, wenn du dir die Ruhe nimmst, die Zeit nimmst, das Vertrauen in dich, ja. Auch die Gebete an die geistige Welt. Alles, was du dir wünschst, schick es ans Universum. Allen Ballast, schick es ans Universum, okay. Alles, was du erreichen möchtest, schick es ans Universum. Aus der Liebe zu dir selber. Vertraue darauf, dass zum richtigen Zeitpunkt die Geschenke kommen, die du brauchst. Aber in erster Linie geht es hier um den spirituellen Wachstum an den Tag zu legen, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, mit Vertrauen durchs Leben zu gehen, aktiv zu werden, neue Wege einzuschlagen, wenn es nötig ist, ohne Furcht, ohne Angst, ohne Ballast. Ja? Du kannst nur triumphieren, du kannst nur die richtige Entscheidung treffen, wenn du an dich glaubst, wenn du an die geistige Welt auch glaubst, wenn du aktiv wirst, okay? Und wenn du das Vertrauen in dich selber hast und wenn du auch ein bisschen an dir arbeitest. Ganz, ganz, ganz wichtig, ja? Im Thema Finanzen gibt es für die ein oder anderen Gehaltserhöhungen, wir haben für die ein oder anderen neue Projekte, ja, Bausparverträge, die ausgezahlt werden, Finanzpläne, Aktien, ein paar Lottogewinne vielleicht auch, die ein oder anderen, ja, egal was du an den Tag gelegt hast mit Dokumenten, Unterlagen, wo du eine Geldeinforderung bewirken möchtest, das wird kommen. Ja, auch was unvorhergesehen ist, etwas, was du einklagst, wird triumphierend zu Ende gebracht werden. Entweder im Monat Juli schon oder die Weichen werden gestellt im Juli. Aber hier kommt auch eine Erbschaft, verhofft oder unverhoffterweise. Aber die Finanzen laufen gut. Hast du mit diesen Sachen nichts zu tun, hast du einfach ein bisschen besser gehaushaltet oder du wirst noch ein bisschen besser haushalten, sagen wir es mal besser so, ja. Die Finanzen werden gut laufen. Arbeitstechnisch gibt es ein paar Konflikte zu klären, ja. Es gibt ein paar Neider, es gibt ein paar Probleme mit den Vorgesetzten, es gibt Unzufriedenheiten. Aber auch das, es steht und fällt allein damit, wie du dich sehen möchtest, ja, wie du dich öffnen möchtest. Möchtest du ein Studium, eine Fernausbildung oder jemanden aus deiner Familie unterstützen, dann mach es, bringe Licht in diesen Sachen, ja. Bitte auch die Engel um Hilfe. Sei kreativer, sei offener, sei bereiter, was zu bewirken. Der Monat Juni bringt dir viel Energie, viel Abenteuer, viele Veränderungen, ja, viele positive Ereignisse. Achte auf dein Urteilvermögen. Ganz wichtig, wir haben hier Neubeginne auf einer neuen Arbeit, die vielleicht was weiter weg sind, wo du vielleicht auch dein eigener Chef bist oder andere Menschen unterstützen kannst. Also beruflich haben wir tolle Wege, aber es steht und fällt mit euren Entscheidungen. Willst du die Realität nicht sehen und weiter in diesem toxischen Job bleiben? In dieser Unzufriedenheit wirst du ein bisschen da drinnen bleiben und wirst dann später einfach erst zu diesem Erfolg kommen. Okay? Aber traut euch auch einfach hier auf der Arbeit mal eure Meinung zu sagen, aus der Ruhe heraus, aus der friedlichen Kommunikation, ja, ohne ein großes Urteil, Vorurteil zu haben, sondern entscheide wirklich in der Ruhe, was für dich das Richtige ist, prüfe und überdenke deine Sachen, geh nicht zu sehr ins Ego rein, lass nicht im Kopf so viel Kontrolle über deine Entscheidungen zu haben, ja, sondern gehe mehr in das Gleichgewicht rein und diese Besonnenheit, die Impulse, die die Besonnenheit ausstrahlen, werden ganz, ganz wichtig sein im Monat Juni, damit du wirklich triumphierst, erfolgreich
erfolgreich wirst, ja, Finanzen, Job, Erleuchtung, spirituell vor allen Dingen auch, ja, und hier auch in allen Lebenslagen, auch in der Liebe vor allen Dingen. Öffnet euch der Liebe, öffnet euch der Wahrheit, öffnet euch der Realität, das ist ganz, ganz wichtig. Gesundheit haben wir gesagt, Finanzen haben wir gesagt. Okay, Leute, im Großen und Ganzen wird es ein spannender Monat. Aufpassen mit Dreiecksbeziehungen. Aufpassen auch, dass eure impulsive Art, eure Egos, ja, eure Verhaltensmuster, eure Prägungen aus Kindheit, eure Prägungen aus alten Beziehungen, eure Prägungen, eure Muster der Vergangenheit, eure Prägungen aus dem Jetzt, wie ihr euch selber geformt habt. Lasst es nicht zu, dass es euer geistiges Licht, eure Quelle in euch, ja, das Licht euch raubt, sondern erleuchtet euch. Kommt in die positive Energie, in die positive Affirmation. Ordnet eure Gedanken, ordnet eure innere Stimme. Ja, alle Lebensbereiche können im Monat Juli absolut triumphierend für dich sein. Wir haben alles tolle positive Karten, ja? Glaub an das Unmögliche. Es ist alles da, du darfst es angehen. Vertraue auf dich, vertraue, dass du positive Ziele hast, dass du keinem anderen schadest. Werde aktiv, der Erfolg ist dir gesichert. Klärung in der Liebe, neue Liebeswege, Versöhnungen auch in der Familie, ja, mit Kindern, Partnern, was auch immer, Freunde. Erfolg auf der Arbeit, immer und dann, wenn du die richtige Entscheidung triffst, bleibe ich oder gehe ich? Welchen Weg schlage ich jetzt ein? Ist das mein Ziel? Ist das wirklich meine Passion? Ist das wirklich meine Berufung? Was ist der Sinn meines Seins hier auf der Arbeit? Erkenne das alles. Hinterfrage alles. Auch in der Gesundheit. Was ist das mit der Diagnose? Was habe ich für eine Diagnose? Was für Heilungschancen habe ich? Was für Therapien darf ich machen? Ja? Wie stelle ich einen Kurantrag? Wie komme ich in eine Rehabilitation rein? Wie kann ich anonym eine Suchtklinik aufsuchen? Hinterfrage dich alles, was im Monat Juli nötig ist. Okay, aber kehre in deine Weisheit. Ihr seid viel geleitet von der Energie der Jungfrau. Ihr müsst noch nicht einmal dieses Sternzeichen sein, sondern die Weisheit, diese Sinnlichkeit, diese Intuition, diese Spiritualität, ja, diese absolute Konnektion mit dir selber wird im Monat Juli absolut erfolgversprechend sein, ja, in allen Lebenslagen. Harmonie, Stabilität, Befreiung, immer und dann, wenn du die richtige Entscheidung triffst, wenn du den richtigen Weg einschlägst, wird alles gut, alles erfolgreich, so wie du es dir möchtest. Triffst du eine Fehlentscheidung, lässt du dich beirren, lässt du dich natürlich ein bisschen desanimieren, möchtest du nicht in Resonanz gehen, sondern auf Widerstand gehen, wird sich das Ganze natürlich ein bisschen verzögern, okay? Leute, danke, dass ihr dabei wart. Bitte drückt das Glöckchen, damit ihr über Benachrichtigungen informiert werden könnt, ja? Liked meinen Kanal, damit ich weiterhin wachsen kann. Abonniert meinen Kanal. Danke an alle Neuen, danke an alle, die ihr schon längst dabei seid. Seid auch bei den Live-Chats dabei. Okay, gebt dem Leben und die Liebe die Farbe, die euch glücklich macht. Schaut euch meine Videos an, auch alte Horoskope, alte Sternzeichen, damit ihr euren Entwicklungsprozess weiterhin sehen könnt. Meine Liebesvideos, okay, und diese Nachrichten sind für dich, haben kein Verfallsdatum. Eure Intuition führt euch immer zu meinem Kanal, auch bald ich zu meinem zweiten Kanal. Auch für eine Kartenlegung, eine Tarotlegung, eine zielorientierte Therapie werdet ihr zu mir geführt werden. Also kommt in Resonanz weiterhin. Ich danke euch für all euer Sein. Teilt meine Videos, damit viele Menschen noch erreicht werden dürfen, ja, so wie es gerade sein darf. Und denkt dran, das Leben und die Liebe ist es so wertvoll zu leben. Es liegt einzig und allein an dir, welches Licht du deinem Leben gibst. Okay, also lebt und genießt das Leben wieder. Ich wünsche euch alles erdenkliche Liebe und wir hören uns. Bye!